Auch zum Wochenabschluss gibt es wieder eine Folge Town of Salem Ranked und zu dieser begrüße ich euch natürlich ganz herzlich, wenn wir als Transporter spielen. Interessant, dass es Transporter geworden ist, weil wir in der letzten Runde ja Transporter-Action hatten. Und wenn wir nicht Transporter waren, aber es gab welche. Und ja, das Spiel durchaus interessant gestalten lassen. Hinten raus zumindest. Und mal gucken, was wir als Transporter so machen. Ich werde wahrscheinlich Nacht 1 jemanden transportieren, um zu zeigen, dass es mich gibt. Und eben zu beweisen, hallo, so sieht's aus. Report Sarah Wilds. Okay, das ist der aus der letzten Runde. Wissen wir schon mal Bescheid. Und wir werden auch direkt mal für Spamming reporten, den Report-Typ. Ich finde es gut, wenn man direkt mit einem Report anfangen kann. Fühlt man sich ganz sicher. Ich transportiere mal Trap mit Noodles. Noodles. So. Confirm, I'm here. Sind die doch direkt? Slash W7. Hey, I'm trans. Ich bin tot. So viel dazu. Ich wollte mich confirmen. Ich wollte sie auch direkt anwispern und sagen, hier, ich bin der Transporter, was ist deine Rolle? Von beiden wollte ich das holen, um eben die Claims zu haben, weil ich dann Proof in Town bin. Die Frage ist, gibt es einen Janitor? Natürlich gibt es einen Janitor, warum auch nicht? Wie uncool ist das denn? Direkt gecleant und ich kann nichts machen. Ich werde nicht mehr wiederbelebt werden. Das heißt, diese Runde geht komplett aus mich raus. Aber ich wurde untersucht. Und das ist gut, weil das heißt, sie wissen Escort, Transporter oder Konzig. Und spätestens, wenn jetzt jemand sagt, hier, er wurde transportiert, ist es klar, dass ich das war. Wir müssen mal ganz kurz ignore Report. Mann, der geht mir total auf den Sack. Gut. Hey, Medium. Hi, was? What's your name? And... Also, bei uns anders. What's your name? Second, I was transporter. I did switch trap and noodles night one. So, hi is invest or consig. Ich glaube zumindest, dass es hi war. Ich konnte mich an das H erinnern. Wir checken es nur nochmal ab, dass ich keinen Unsinn schreibe. Jawohl. Medium. Wenn es jetzt stirbt, brauchen wir nicht viel machen. Müssen wir ganz kurz warten, dass es runtergewählt wird. Medium kann nicht gewarblockt werden. Das darf man nicht vergessen. I wasn't warblocked. Also einer von beiden lügt jetzt. Entweder Prosk oder Ramp. Und er wird geinnot. Doch, es gab Innos. Und Doge wird hochgewählt. War es der Guilty Vote, oder? Nee, no one war der Guilty Vote. TP. Unser Term Protective ist gewählt worden. Bald wird er wahrscheinlich Schutz brauchen. Inno. Just shoot a Jester. Wenn es denn einen Jester gäbe. Problem ist, wir können halt nichts confirmen, das Schreiben für Ramp. Es sei denn, es gäbe zwei Mediums, nur dann ist das möglich. Interessant, dass Ramp hier guiltied. Das ist echt spannend. Ramp wird geinnot von Doge. I was wetbaiting. Ja gut, das geschieht aber dann rechts. Man macht keinen beschissenen Wetbait in Ranked.
Ja, bist du. Wow. Ich fasse es nicht. Aber wir müssen auch gleich ignorieren, weil ich weiß, dass das sonst in eine längere Diskussion ausartet und da habe ich keinen Bock drauf. Gibt anscheinend kein Medium. So, no medium or jailed. No names were written. Oh, Report hat geleaved. Schade, ich habe ihn schon für Spammings reported. Ich wollte ihn eigentlich noch für das Leaven reporten, aber es geht ja nicht. Traurig. Mal kommt nämlich die Nachricht, wir haben ihn schon reported. Muss ich nach dem Spiel dran denken. Panic ist gekillt worden vom Serial Killer. Ramp war not suspicious. Ja, ich glaube, dass diese Runde hier mit einer Niederlage enden wird, wo wir nicht mehr viel machen können. Viport war Godfather. Okay. Nope. No medium set. Ja. True. I did switch trap and noodles, not one. Ja, klar. Zwei ist Mafia, okay. Oh, Borgs wahrscheinlich auch böse. Boah, Kitsuna könnte Transporter sein. Oh, Nudel, sehr gut. No free win ist richtig. Jailer soll's machen. Ja, Vigilante ist unwahrscheinlich mit einem toten Veteran. Brosk guilty alleine. Brosk ist strange. Cruelty könnte der SK sein. Kann auch Doktor sein. Naja, auf jeden Fall will jetzt der Escort-Claim sterben, der natürlich auch schon Escort geclaimt hat, damit der SK ihn mitnehmen kann, was dumm ist. Ich glaube, Kitsuna war einer der Ding. Der zweite Transporter, glaube ich. Ja.
Es war klar, dass er der zweite Transporter sein müsste, weil er hat nach Borliks Rolle gefragt. Also hat man wieder ein Doppeltransporter-Spiel. Ah. Idiot is dead. I see. Ja, noch so ein Idiot. Die Zunda lief doch direkt, weiß, dass es keinen Sinn mehr hat zu bleiben. Ich würde eigentlich auch lieben, aber Aufnahme. Und ich bringe ja jede Ranked-Runde. Noodles wohl gecleaned. 2, 4, im Normalfall 6 tote Townies. Noodles lief da auch, weiß, dass es keinen Sinn mehr hat. Ja, wir beenden diese Woche mit einer Niederlage. Schade. Aber das kann die Town nicht hinkriegen. Eigentlich können wir ihn wegen Game Throwing noch reporten, den Brosk. Weil er sagt, er wusste, dass er Ding ist. He. New Ramp was Jester and still guilty. Town lost roads and the game. So, also war das Game Throwing. Natürlich ist Jester in der Regel eine böse Vote, aber ist total egal, weil er hat sich selbst damit rausgehauen als Escort, was eine wichtige Rolle ist, wenn es nur noch einen Godfather gibt und keinen Mafioso mehr. Von daher... Es macht halt keinen Sinn. Insgesamt aber eine ganz ordentliche Woche, finde ich. Am besten war wohl das Spiel mit dem Godfather in der letzten Runde. Oder Folge von gestern, würde ich sagen. Interessant war auch die Montagsepisode als Investigator. So, jetzt geht hier der Forger drauf. Dann sind es zwei Mafias und ein SK gegen drei Townie. Town könnte sogar theoretisch noch gewinnen. Wenn man das so will. Weil, Ding. Ja, wenn der Jailer jetzt richtig tickt, kriegen wir das sogar noch gebacken, weil der Town Protective lebt noch im Normalfall. Was QWERTY sein könnte. Wenn das hinhaut, der Jailer exekutiert jetzt den SK. Dr. Healed. Hat Town sogar noch die Votes. Also es ist noch nicht ganz verloren. Oder der Jailer hättet vielleicht den Random Mafia Nummer 2, also den Janitor. Das wäre auch möglich. Jetzt müssen wir mal gucken. High als Invest kann kein Consig sein, also der Proven Town. Ich hoffe, dass der Jailer das auch mitbekommen hat. Durch den toten Forger ist High Confirmed Town. QWERTY wahrscheinlich Town Protective. Weil wir kennen Noodles seine Rolle nicht. Er hat auch geliebt, also kann ich nicht nachfragen. Jetzt müssen wir mal gucken, wer gestorben ist. Der Jailer musste exekutieren. Invest Down. Frage ist, war es der Jailer, der ein Idiot ist oder nicht? Nein. SK hat's gemacht. QWERTY SK und Trapball X ist Mafia. Wenn das stimmt, hätte der Jailer gerade den Godfather gekillt. Hat er Noodles gesaved? Ich glaube nicht, gell? Nee. Hm.
Brosk. So, das heißt Godfather down. Jetzt haben wir hier ein SK, Mafioso, Jailer, Unbekannt Konstellation. Noch nicht. Es gibt noch ein Invest. Toll. Town hat nichts gemacht, Town hat verloren. Sagt Trap auch, ja. Ist korrekt. Kleiner Seitenhieb gegen Prosk, der die Fresse einfach zu groß aufmacht. Ja, hat QWERTY recht. Das Beste, was jetzt der Jailer hätte machen können, wäre Investigator Claim. Dann hätte er sich aber mit No One absprechen müssen, damit der SK oder der Mafioso, je nachdem wer überlebt, denkt, der andere sei der Jailer und eben der Jailer am Leben bleibt. Quasi ein ähnliches Spiel, wie der Jaco letzte Woche Montag im Kopf des Feindes abgezogen hat. Also am 13. in der Folge. Episode 116. Normalerweise war es das nämlich jetzt. Es sei denn, der Jailer hätte überlebt. Na okay, doch nicht. Also SK gewinnt. SK won because of stupid escort and veteran. Wir müssen auch gleich noch den Prosk hinterher ignoren. One if they didn't tell SK who Jailer was. Ja. Da hat er recht. Also ich glaube nicht, dass der SK so dumm gewesen wäre. No One hat sich halt revealed und man wusste, dass Ball, nicht Ball, sondern Trap der andere Mafia sein musste. Also war klar, wer der Jailer ist. Wieso TP? TP wurde nicht gelünscht. Ja, das Ding ist, Jester exekutieren muss man nicht machen, weil es war in dem Moment noch nicht nötig. Important because town had the roads. So. I wouldn't blame the jailer. In dem Moment hatten sie noch die Votes, weil es war ein 5 gegen 6. I'm blaming veteran and escort. I'm very happy about you talking about me. Even a genius like me can't carry a bad town. Bisschen übertrieben, von Genius zu reden. Also, Investigator zu jailen war dumm.
Ja, da gebe ich denen recht. Aber insgesamt sehe ich den Jailer nicht als Verantwortlichen. Für mich war es der Veteran mit seinen dummen TP-Claim-Schwachsinn da. Und die Escort, die den Jester lyncht. Anstatt dass sie halt auf den anderen gehen. Das war dumm. Den Jester da überhaupt killen zu wollen. War selten dämlich. Aber naja, ich war Nacht 1 tot, ich habe nichts machen können. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir beenden diese Woche mit einer Niederlage. Mal gucken, wie die nächste Woche läuft. Bis dahin noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute.